Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich in der Überschrift schon gelesen. Ich habe mir waschbare Wattepads bestellt. Und zwar zwei verschiedene Hersteller habe ich hier mal bestellt. Einmal die Bambao 16 Make-up Remover Pads. 4 sind in Scrub Bamboo und 12 sind so Soft Bamboo Wattepads. Das sieht hier so aus. Genau. Ja, und dann habe ich hier einmal von Pandu. Die sieht man ja momentan häufig auf Instagram, Facebook und so weiter als Werbung. Das sind diese hier. Hier sind insgesamt 10 wiederverwendbare Wattepads drinne. Und sind alle in einer gleichen Struktur praktisch, nicht so wie bei den anderen jetzt hier. Und ersetzen, also diese eine Packung Pandu Abschminkpads sollen bis zu 30 herkömmliche Packungen Wattepads ersetzen. So, ich zeige euch die jetzt auch gleich mal. Ich habe die nämlich jetzt gestern einmal gewaschen, weil die sind vorgestern bei mir angekommen. Und so, und was mir gleich negativ bei diesen Pandu Wattepads auffällt, ist, und zwar hier oben, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das erkennen könnt, dröselt sich das schon so auf. Das war jetzt nach einem Waschen im Wäschenetz. Also ich habe die wirklich mit diesem Wäschenetz bei 40 Grad, wie auch in der Anleitung drin steht, praktisch ja, gewaschen. Ja, und der hier löst sich leider schon ein bisschen auf. Und ich habe noch einen zweiten entdeckt, der macht das Gleiche hier oben auch wieder, was ich ein bisschen schade finde. Genau. Und man hat jetzt hier so einmal so 5 grüne oder so, ja, so grüne und 5 so weiße Wattepads. Genau. So, und dann diese von dieser Marke Bambao. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Da sind ja 16 Stück drin. Und die haben hier so unterschiedliche Farben. Und auch unterschiedliche Strukturen. Und zwar haben wir hier einmal, das soll diese Peeling-Struktur sein, die ist ein bisschen gröber. Und dann haben wir hier einmal diese weichen und die sind wirklich super weich. Und wenn man die beiden jetzt mal vergleicht, sind die von Pandu sind etwas dicker und fühlen sich ein bisschen weicher an. Wobei, die fühlen sich eigentlich genauso weich an. Also ich finde beide bis jetzt eigentlich recht, ja, vom Anfühlen, also vom Gefühl in den Fingern her, finde ich sie beide gut. So, habe ich denn jetzt alle? Also das sind diese 4 Peeling Wattepads und das sind diese 12 normalen Wattepads. Und ja, ihr seht, ich bin noch geschminkt und das würde ich sagen, werden wir jetzt gleich einmal ändern. Und wir fangen jetzt einfach mal mit dieser Pandu, mit diesem Pandu Wattepad an. Das ist dieses hier. Und ich würde sagen, wir verwenden jetzt einfach mal hier von Garnier den Augen-Make-up-Entferner. Den verwende ich ja ganz gerne. Und gebe mir da mal ein bisschen was drauf. Also er saugt es auch wirklich schön an. Und so, Haar von mir weg. Und ich gehe jetzt hier einmal drüber. Und ich bin echt mal gespannt, ob ich die Lidschattenfarbe dann wieder aus den Wattepads rausbekomme. Also so sieht das aus. Und es fühlt sich wirklich sehr angenehm an. Also es reibt nichts oder so, es ist nicht unangenehm auf der Haut, es ist richtig schön eigentlich. Also das gefällt mir gut. Und man sieht jetzt hier auch, ich habe ja die Jeffree Star Mini Breaker Palette gerade ausprobiert. Beziehungsweise heute Morgen. Und ja, die hat halt das Lid hier so ein bisschen eingefärbt. Also ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich ganz gut hier. Okay,
dann würde ich sagen, nehme ich jetzt mal eins von diesen weichen Wattepads von Bambar. Genau. Gib mir da auch einmal Augen-Make-up-Entferner drauf und mach das gleiche mal auf der anderen Seite. Auch das ist wirklich sehr, sehr weich. Und ich glaube, ich muss mir auch mal angewöhnen. Ich sage, glaube ich, immer die ganze Zeit Wattepads, ne? Es sind ja auch Schminkpads, weil es besteht ja nicht aus Watte. Und auch dieses Abschminkpad ist sehr weich und fühlt sich echt gut an. Und ich glaube, dass ich die fast einen Ticken lieber mag für die Augen als das andere. Und auch das nimmt wirklich gut was runter. So soll es sein. So, jetzt nehme ich mir hier mal eins von den grünen Abschminkpads und gebe mir hier einfach mal so ein Micellenwasser hier von CD, nehme ich jetzt aktuell eins her. Gebe mir das auf und mache damit einmal die Seite von meinem Gesicht. Und der nimmt auch gut was runter. Und also man merkt jetzt hier schon, wenn man übers Gesicht geht, also schon hat gleich so ein bisschen einen Peeling-Effekt, würde ich fast sagen. Und jetzt seht ihr den Spiegel jetzt. So. Aber auch das, ja, ist top, ne? Also ich finde das richtig, richtig gut. Hier sieht man jetzt noch Make-up. Da habe ich ja schon den Augenbereich sauber gemacht. Und hier ist jetzt einfach mal alles ja, einmal abgeschminkt, ne? Und ich glaube, ich kriege hier einen blauen Fleck. Ich habe heute ja, einen Stecker in die Steckdose rein und habe mich so hingebeugt und habe halt dann vergessen, dass da ein Schrank steht und der Schrank eine Ecke hat und bin voll dagegen geknallt und es tut so richtig schön weh. Und jetzt gerade beim drüber abschminken habe ich es jetzt wieder gemerkt. Alter Schwede, hey. Ja, wenn man halt den Kopf nicht bei der Sache hat, gell, dann passiert so ein Scheiß. Ja, also so sieht das Wattepad jetzt aus. Ich sag immer noch Wattepad, Abschminkpad jetzt aus. Also ordentlich was drauf. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt von der anderen Firma auch die mit dieser Peeling-Struktur. Und auch wieder das Micellenwasser. Und auch das geht richtig schön einmal runter. Ja, auch das finde ich richtig, richtig super. Und man merkt auch, dass es so einen leichten Peeling-Effekt hat. Gefällt mir richtig gut. Ja, und die Haut ist auf jeden Fall sehr gut gereinigt, ja. Ich gehe mir jetzt einmal das Gesicht schon mit Wasser abwaschen und dann bin ich gleich wieder da mit Rosenwasser. So, Rosenwasser ist am Start und ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier nochmal eins von den Pandu-Wattepads. Ich lerne es heute nicht mehr, Leute. Pandu-Abschminkpads, so. Und gebe das hier einmal drauf. Das ist jetzt guten Schuss Rosenwasser drüber. Aber hier muss ich jetzt sagen, die sind ein bisschen gröber von der Struktur her.
da hat man diesen Effekt wie beim normalen Wattepad nicht. Diesen sanften Effekt, ne? Weil ich möchte jetzt eigentlich nur noch meine Haut nicht reinigen, sondern einfach mit dem Rosenwasser halt versorgen. Das ist jetzt einmal das. Und für die andere Seite nehme ich jetzt wieder das schöne weiche Pad. Nehme jetzt einfach mal drauf. Und ja, das habe ich mir fast gedacht. Also das Dünne eignet sich hierfür einfach viel besser. Das ist richtig angenehm. Es geht auch nicht das ganze Produkt irgendwie in das Pad rein, sondern lässt sich schön an die Haut abgeben. Fühlt sich richtig gut an. Ja. Das fühlt sich richtig gut an. Ja, man sieht, Produkt ist überall runter, also ist wirklich sehr, sehr gut. Ersetzen normale Wattepads wirklich zu 100%, also kann ich nicht anders sagen, ob ich jetzt Gesichtswasser damit auftrage oder abschminke. Es funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Was ich ein bisschen schade finde bei den Pads hier, ist halt wirklich, dass sich hier zwei schon so ein bisschen auflösen. Die sind jetzt einmal gewaschen und haben jetzt hier wirklich schon ein Loch drinne. Ich meine, ich kann nochmal mit der Nadel drüber gehen und das wieder festmachen, dass es hier sich nicht weiter aufdröselt, aber es ist halt schon ärgerlich. Beide Packungen haben jeweils 15 Euro gekostet, also 14,99 Euro, sind daher preislich absolut gleich, wobei man halt sagen muss, dass hier halt mehr drin sind als hier, ne? Also hier haben wir 16 Pads drin, also 6 Pads mehr als bei der Firma, also hier haben wir 10 Stück drin. Was ich jetzt bei den hier auch noch besser finde, ist, dass hier so viele Weiche drin sind, weil die halt einfach gerade für Gesichtswasser sich wesentlich besser eignen als diese mit der groben Struktur. Weil man merkt schon, die peelen halt die Haut auch ein bisschen. Ne? Also das merkt man auf jeden Fall. Was ich bei beiden wirklich sagen muss, ist, dass auch hier halt sich ein paar Fäden lösen. Aber jetzt nicht so extrem wie jetzt bei den Pandu-Wattepads, Abschminkpads. Und würde ich sie mir wieder kaufen, auf jeden Fall, weil ich finde es echt eine gute Sache. Es ist eine kleine Sache, die man ersetzen kann, wo man wirklich auch Geld sparen kann auf Dauer. Klar, eine Anschaffung sind sie jetzt am Anfang ein bisschen teurer, aber man kann sie natürlich öfters verwenden, also man kann sie wiederverwenden, waschen. Man hat nicht so viel Müll, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Und ja, das sind so kleine Dinge, die kann jeder von uns theoretisch ändern. Und ja, ich finde halt, ich meine, ich habe die Tücher habe ich ja auch fürs Gesicht, ne? Aber so eine kleine runde Form ist halt einfach, gerade wenn man übers Gesicht geht oder über die Augen geht, einfach viel angenehmer, weil man einfach mehr Gefühl in den Fingern hat und in dem Pad hat. Also finde ich jetzt persönlich, vor allen Dingen kann man halt das Abschminkprodukt wirklich draufgeben oder auch das Gesichtswasser und hat nicht ein ganzes Tuch damit voll, was ich halt echt praktisch finde. Und ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Also ihr seht, mein Gesicht ist wirklich schön sauber und es fühlt sich auch richtig schön weich an, dadurch, dass halt die Struktur einfach wie so ein Peeling ist. Und ich bin wirklich begeistert. Ich habe übrigens beides bei Amazon gekauft, also ich verlinke euch das unten auch mal in der Infobox. Also wenn ihr auch Interesse daran habt, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Und die lasse ich jetzt gut trocknen und dann kommen die in die Waschmaschine. Und ja, mal schauen, ob die Pads danach wieder schön sauber werden oder eher nicht. Aber ich glaube schon, weil die normalen Tücher oder diese Art Waschlappen, die ich habe, die gehen ja auch recht gut sauber. Ja. Meine Lieben, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob ihr auch schon solche Pads ausprobiert habt. Wenn ja, welche habt ihr ausprobiert? Wie zufrieden seid ihr mit denen? Und ja,
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt uns gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!